Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wer ist denn dieser Jesus? Die Jüngerinnen und Jünger versuchen, Bilder zu finden für diesen einmaligen Jesus Christus. Er ist so einmalig, dass sie suchen müssen. Sie finden in ihrer Bibel im Alten Testament diese Bilder, die uns bis heute prägen. Die Weisen aus dem Morgenland zum Beispiel, Gold und Weihrauch, die Verheißungen an Könige aus aller Welt. Ich lese aus dem Buch Jesaja im 60. Kapitel. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen. Dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Sie kommen und bringen Gold und Weihrauch und verkündigen des Herrn Lob. Amen.